Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. In der letzten Folge sind wir mitten in einen Sturm gesegelt, weil wir verfolgt... Moment, da komme ich gar nicht hoch. Weil wir verfolgt wurden. Und jetzt ist 40 Tage später. Also muss ich erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Ach, hier komme ich raus. Alles klar. Alter, was ist das für eine Nebelbank hier? Nicht schlecht. Ah ja, wollen wir mal... mit dem Captain reden. Scheiß Windows-PC-Kack. Das Farbschema muss angepasst werden. Immer wieder. Und ich sage immer wieder, nein, halt die Fresse. Ich will das nicht. Aber ab und zu fragt er mich trotzdem. Naja, wir reden jetzt mit dem Captain. So viel dazu. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Okay, alles klar. Dann klettern wir mal ins Krähennest, ne? Oh, das wäre ja auch voll der Abfuck, wenn du da immer hochklettern müsstest, der ja gerade hin muss. Alter, da wird... Ja, ne. Ne. Muss ich sagen, nö. Ich meine, was ist das für ein Weg, ey? Die meine, da brauchst du ja erstmal ein halbes Jahr, bis du oben bist. Na, wir sind noch nicht mal oben, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube jetzt langsam, jawohl, jetzt sind wir oben. Ankunft in der neuen Welt. Alles klar, wir sind also in der neuen Welt angekommen. Und warten jetzt, bis das Laden hier vorbei ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Es dauert nicht lange, weil es ist schon vorbei. Na gut. Der Hafen von, ich glaube, Boston. Ja. Boston 1754. Ich glaube, spielt jetzt so gesehen Master Kenway. Master Kenway. Ja, Master Kenway. Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einlegt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Ich glaube, spielt 240 Jahre nach Assassin's Creed Revelations. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir schon, ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Nix nochmal! Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Vielen Dank. Ja, ich laufe doch hinterher, Mann. Doch mal locker, Junge. Eine schöne britische Kolonie. Okay. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Man sieht zum Beispiel, wie man Luft abschleift. Leck mich am Arsch. Geile Moment, ich Scheiße. Muss sorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Alles klar. Wir müssen einen Gemischtwarenladen auffinden. Aber das dürfte ja kein Problem sein. Wir rennen da mal eben hin. Nee, Bengel, geh weg. Ich hab nichts für dich. So. Warte mal, hier müsste ich eigentlich an ihn rankommen. Ne? Zack, zack. Da ist er. Was? Was hast du denn? Nö, ich will mit dir kein Spiel spielen. Das ist Mühle. Nee, Mühle kann ich nicht. Das ist mir zu schwer. Verdammte Schnösel. Diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch?
Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Haytham Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Alles klar. Mal sehen. Nun, das war interessant. Was wir da tun können. 4 Seiten gibt's. So, was mit dir? Du willst einen Brief? Ich verstehe. Ich rede mal kurz mit dir. Wenn ihr krank seid, verlasst Briefe in Zentral Boston. Jetzt habe ich die angenommen. Okay. Ja, wo muss ich die hinbringen? Oder soll ich das wissen? Na, ich nehme einfach den Brief jetzt mit und gehe hier rein. So. Gucken, ob ich das mache oder auch nicht. Man weiß es nicht. Ich werde sehen. Aber erstmal müssen wir hier. Hier hin? Was müssen wir denn hier machen? Zum Geschäftlichen. Zum Geschäftlichen. Ich möchte eine Pistole kaufen. Kaufen bitte. Normale Waffen. Nein, normale Waffen ist ja Quatsch. Eine Feuerwaffe soll ich mir holen. Alter. Na gut. Egal. Holen wir uns. Haben wir noch 850 übrig. Oh, warte mal. Ich kann mir sogar noch eine normale Waffe holen. Und zwar so ein schönes, schniekes, normales Schwert. Machen wir doch. Habe ich nur 150, aber dürfte ja eigentlich reichen. Okay. Na dann, wollen wir Charles Lee mal folgen. Auf dem Pferd. Also zu Pferde, quasi. Naja, ich habe ja den Brief, bleib locker. Ach, da hinten ist das Pferd. Mach mal ganz kurz die Karte auf. Sieht man da irgendwie schon was? Ach so, guck mal. Warte, nee, Moment, halt. Stopp aus. Pfui. Kuriermission, Kuriermission, Kuriermission. Die könnte ich jetzt alles schon annehmen. Na, allerdings nö. Achso, jetzt muss ich auch mal einen Knopf zum Aufsetzen drücken. Alles klar. Okay. Die Besitzer sind exzentrisch. Okay. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Okay. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Hi. William Johnson erwartet uns schon in Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Charles Lee, der treu ergebene, naja, sagen wir mal Diener. Okay, wo ist denn diese komische Taverne, Junge? Warum müssen wir hier durch die halbe Stadt laufen? Bring mich zur Taverne. Hurtig. Ach, wir sind schon da, alles klar. Na dann. Willkommen in Boston. Was stehst du denn hier, Junge? Wir müssen rein da. Nicht hier. Du brauchst nichts zu tun, als ob du das Haus festhältst. Das steht schon ganz von alleine. Mann, ey. Na dann. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Hübsch. Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Ohne Zwinkern, oh, bitte. Oh, ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Alter, die ist ja hässlich wie die Nacht, ey. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Ruhe und Frieden. Das ist das, was wir benötigen. Okay. Achso, ich folge ihm einfach mal hinterher.
Okay. Na dann. Ach, hier ist schon einer. Guck dir das an. Wer bist denn du? Kennen wir uns? Nicht, dass ich wüsste. Sir, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Alles klar. Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Na, dann brechen wir mal auf. Um Hickey zu finden. Moment, ich kann hier mit einem reden. Mit Charles oder mit ihm hier? Mal gucken. Ne, mit ihm kann ich reden, ne? Ne, mit ihm kann ich nicht. Doch, mit ihm kann ich wohl reden. Erzählt mir von euch, William. Da gibt's nichts. In Irland geboren, katholische Eltern. Und ich merkte schnell, dass man damit keine großen Chancen hat. Also wurde ich Protestant und reiste auf Geheiß meines Onkels hierher. Doch ich fürchte, mein Onkel Peter war nicht der klügste Kopf. Er wollte mit den Canyon Kahaka Geschäfte machen. Mhm. Doch er hat sein Haus lieber fernab der Handelsroute gebaut und nicht auf ihr. Ich wies ihn natürlich darauf hin, aber... Wie gesagt, nicht der klügste. Also nahm ich all mein Geld zusammen und kaufte mein eigenes bisschen Land. Ich baute eine Farm, ein Geschäft und eine Mühle. Zwar sehr bescheiden, aber in guter Lage. Und das macht den Unterschied. So machtet ihr Bekanntschaft mit dem Mohawk. In der Tat. Und eine äußerst wertvolle dazu. Doch keiner eurer Kontakte kennt eine Stätte der Vorläufer? Kein versteckter Tempel oder antike Bauten? Ja und nein. Das soll heißen, sie wissen von diversen heiligen Orten. Erdhügel, Waldlichtungen, Höhlen. Doch keiner passt auf eure Beschreibung. Aber nichts aus Metall und kein Leuchten. Sie liegt also gut versteckt. Sogar für sie scheint es. Ärgert euch nicht, Freund. Ihr bekommt euren Schatz der Vorläufer. Versprochen. Dann auf unseren Erfolg. Auf baldigen. Alles klar. Vielleicht ist da unten jemand, mit dem man reden kann, weil irgendwie... Oder er war das tatsächlich. Kann natürlich auch sein. Aber wir gehen erstmal kurz hier runter. Ne, hier ist auch keiner. Also mit hier... Ne? Mit reden war schon er da gemeint. Alles klar. Achso, das wird doch angezeigt. Okay, war da oben. Okay. Na dann. Interagieren wir mal mit der Tür. Da freut die sich doch bestimmt. Und brechen jetzt mit Charles Lee auf und treffen Thomas Hickey. Der da so ganz gechillt und lässig am Zaun steht. Als ob. Ja. Ne? Als ob es nicht anderes geben würde auf der Welt. Und beginnen mal eine neue Mission. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Ich. Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Ja, hört sich im Grunde ganz simpel an. Ist es aber nicht. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Waffe nachladen. Das ist nämlich, das dauert nämlich extremst lange, bis die Waffe nachgeladen ist. So, heb mal die Waffe auf.
Jetzt muss ich natürlich gucken, weil hier sind ja auch Leute. Aber ich glaube, die sehen mich gar nicht, wa? Ihr zwei, haut ab! Na dann. La. Hallo, ich drück doch. Lad doch mal nach, Alter. Lad mal schneller nach, ey. Das dauert immer voll lange, bis der das macht. Eigentlich hätte ich die auch wegschmeißen können und mir einfach eine neue holen, wa? Naja, egal. Warte mal, wir stellen uns mal hier hinter, aber dann treffe ich keinen, ist doof. So. Einmal weg hier. Ich habe noch eine Waffe. Hallo. So. Ne, die Muskete. Aua. Alter, wie geht denn das hier? Hä? Ach so. Das ist hier ein bisschen anders. Alles klar. Das ist so ein fließender Kampf. Ich muss gar keine Taste mehr dafür drücken. Ah, verstehe. Dann laden wir mal eben nach. Ah, die sind ja schon weitergelaufen. Das ist aber frech von euch. Aha, das interessiert euch gar nicht, wenn ich einen von euch töte. Ist interessant auf jeden Fall. Komm schon. Du musst auch da vorbeigehen. Und, Alter, hallo. Junge, ey. Jetzt, ja, geht doch. Zack, 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 zack hier. So muss das nämlich laufen. Verstehst du? So, habe ich meine Waffe jetzt nachgeladen? Jo. Alles klar. Dann geht's mal weiter. Zurück! Zurück! Drin sind wir sicher! Denkt ihr, denkt ihr. Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Schieß doch selber, Junge. Ach, also ehrlich. Was? Ach so. Ja, hallo. Zielen, dann erhöht. Ja, ich möchte doch zielen. Ach so. Na dann. Wollen wir mal weitermachen, nachladen und weiterrennen. Waren wohl doch nicht so sicher da drin. Scheint ganz so, nicht wahr? Oh, was haben wir denn hier? Wollen wir doch mal schauen. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Okay. Wenn das so ist. Achso, man sieht es da auch, aber schön wenigstens angezeigt jetzt, dass der angreift. Kinder, ihr seid zu zweit. Ah, sehr gut, Charles. Du hast es drauf. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Alles klar, sie wissen es bereits. Na dann. Ihr habt noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Nö, ich habe 8 Schuss, hallo? Eine Schande, dass so viele sterben mussten. Alles gut bei mir. Fürchterlich. Ach, zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Na dann. Gehen wir zurück. Jetzt muss ich die schützen, wie es aussieht. Also werden wir wahrscheinlich angegriffen. Lass mich mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Ich sollte mir vielleicht... Vorsicht, Herren. Gesellschaft. Gesellschaft. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gang. Los. Ah, damit hättest du jetzt nicht gerechnet, ne? Tja, mein Freund. Ey, nimm die Truhe. Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Ah, Mann, ist ja gut, ey. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach. So, nimm mal die Waffe mit. Alter, lass doch mal die Leiche hier liegen. Du sollst die Waffe mitnehmen. So, geht doch.
Jetzt aber mal schnell rucki-zucki hinterher, sonst ist es weg. Okay. Na dann. Hier kommen dann bestimmt gleich noch mehr von den kleinen Mongos an. Sehen tue ich erstmal nichts. Aber wahrscheinlich werden die gleich kommen. Wo denn? Ach da. Alter. Ich komme, Charles. So, schön mit der. Hier, ich weiß gar nicht, was ist das? Einfach ein normales Gewehr oder ist das eine Machete? Ach komm, schmeiß die. Ah, jetzt gut, jetzt lädt er nach. So, ja, lass dir Zeit. Alter, könntest du mal schießen? So, jetzt machen wir die Waffe hier weg. Mach die Waffe weg. Alter, leck mich doch am Arsch. So, Alter, nimm die Waffe, schieß, töte ihn. Meine Güte, ey, das hat immer so lange... Okay, das ist ja interessant. Nee, mein Freund, so nicht. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Okay, weitergehen. Warum sind denn die Frames jetzt so wenig? Wenn ich in die Richtung gucke, habe ich ganz wenig Frames. Ich gucke jetzt in die Richtung, dann gehen die wieder hoch. Das ist ja sehr mysteriös. So, da hinten kommen nochmal welche. Das sehe ich doch von hier. Ich laufe schon mal ein bisschen vor. Ich erledige die jetzt. Moment. Ich werde mal den am besten schon mal kalt machen. Boah, Junge. Junge! So. Alles gut. Ich muss hier, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich muss nicht mehr mehrere Knöpfe drücken, um zu kontern, sondern nur noch einen. Ist schon eine schnieke Sache, ey. So, da oben sind doch auf jeden Fall noch ein paar. Nimm dir doch mal eine Waffe. Alter, nimm dir doch mal jetzt eine Waffe. So. Tot. Lass die mal fallen. Ach, Mann, Nathan, du bist doch. Oh. Nimm jetzt die und schieß. Ja, oh, halt's mal. Oh, guck mal, die sind schon vorgelaufen, die kleinen. Ah, nee, die sind gar nicht vorgelaufen. Oh. Hallo. So, dann wollen wir mal kurz nachladen. So, getroffen hat er mich natürlich nicht. Alter, dauert das lange, ohne Scheiß, ey. Oh, warum? Willst du mich verarschen? Ich kann ihn von hier nicht treffen. Hier. So. Ich muss wieder nachladen. Gehe ich mal kurz hier an die Seite. Damit er mich nicht treffen kann. Er steht zwar da nur rum wie so ein Spasti, aber trotzdem, man weiß ja nie. So, mein Freund. Ja, leg mal an. Ah, du hast verloren. Tut mir leid. Können wir weiter? Können wir weiter? Hallo? Ach so, wir sollen hier die Kutsche benutzen. Das sagt doch gleich, Mr. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Ja, das dürfte wohl kein Problem werden. Denke ich mal. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, mein Freund, dann läuft das schon. Also wieder ab zum Saufen. Bitteschön. Habt Dank, Master Kenway. Nun... Sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Nun gut. Johnsons Botengang beendet. Und mit dieser wilden Schießerei
die wir gerade erlebt haben, beende ich diese Folge, bedanke mich natürlich fürs Einschalten, hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, Leute!